Lichterloh, Lichterloh, herzlich willkommen zu unserer Sendung Lichterloh. Bitte nicht umschalten, nicht weggehen, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Wir haben eine wichtige Sendung heute, die Fragen beantworten wird und die wirklich die Antwort und den Ausweg geben wird auf viele, viele, viele Fragen, viele dringliche, viele schmerzhafte Fragen, die wir so im Leben haben. Das ist eine Sendung, die uns rausziehen kann aus viel Zerstörung, die in unserem Leben stattgefunden hat. Und sie kann uns erklären, auf welche Art und Weise wir da reingekommen sind und auf welche Art und Weise wir auch wieder rauskommen aus diesen Fallen des Todes, die uns oft gestellt worden sind. Das gilt für Christen und auch für Nichtchristen, für beide gleich. Weil es gibt einen Widersacher Gottes, es gibt einen Feind der Menschen, es gibt jemanden, der uns hasst, der Menschen hasst und der sich eine große Freude draus macht, einen Spaß draus macht, uns zu verletzen, um unseren himmlischen Vater damit wirklich weh zu tun. Unseren Gott tief, tief, tief zu treffen und zu verletzen. Als Eltern kennt ihr das wahrscheinlich. Das Schlimmste, was Eltern geschehen kann, ist, dass ihr Kind verletzt wird. Das Schlimmste und Unerträglichste für Eltern ist, wenn ihr eigenes Kind stirbt. Wenn irgendjemand dem Kind Schmerz zufügt, das ist für Eltern eigentlich so furchtbar, schmerzhaft und unerträglich, dass sie oft aus der Depression nicht mehr rauskommen ein Leben lang. Ich habe das erlebt, ich habe Menschen gesehen, junge Eltern, die immer wieder ans Grab gekommen sind von ihrem Sohn und viele Bilder dahin gehängt haben und immer Kerzen angezündet haben. Es war ein junger Mann, ein Teenager, der beim Unfall ums Leben gekommen war. Und die beiden standen da eng umarmt und haben geweint, geweint, noch Jahre nach seinem Tod. Und ich habe dann das Vorrecht gehabt, dass ich da mal hingehen konnte, mit ihnen mal reden konnte und ihnen einfach erzählen konnte, dass es ewiges Leben gibt bei Jesus. Und ich habe mich so gefreut, weil später habe ich gesehen, dass das Grab nicht mehr so sehr gut ständig neu bestückt worden war. Und ich habe auch niemals mehr jemanden dort gesehen. Also die beiden haben es dann anscheinend tatsächlich mit der Hilfe Jesu geschafft, wieder in ihr eigenes Leben einzusteigen. Und ja, sicher nicht vergessen zu können, aber den Schmerz überwinden zu können und weiterleben zu können. Halleluja. Ja, und wir möchten heute reden über Erkenntnis Gottes. Diese Eltern haben es gebraucht, zu erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der ihren Sohn zu sich genommen hat. Das war jemand, der auch in die Kirche gegangen ist und der schon ein Stück weit als Teenager, wahrscheinlich mehr als die meisten Deutschen heute, sein Leben auf Jesus ausgerichtet hatte. Halleluja! Da war ich so dankbar, das zu hören. Das ist wirklich eine Freude drin, eine Sicherheit drin, weil die Bibel uns sagt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, das heißt, jeder, der Jesus Christus zu seinem Herrn macht, dass der errettet werden wird, dass der aus der ewigen Verdammnis ins ewige Leben gekommen ist. Halleluja! Es gibt ein ewiges Leben, es gibt ewigen Himmel und ewige Hölle. Darum sitze ich hier vor dieser Kamera und rede so dringlich und habe mein Leben dem geweiht und dem gewidmet, Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen. Menschen zu helfen, den Zorn loszuwerden, den Ärger loszuwerden, die Bitterkeit loszuwerden, die Unvergebenheit loszuwerden, die schrecklichsten Dinge vergeben zu können, anderen Menschen und auch sich selbst und sogar auch Gott. Habt ihr schon gewusst, dass viele, viele Gott anklagen für die Dinge, die schiefgelaufen sind in ihrem Leben? Tragisch. Gott wünscht sich doch, dass es uns gut geht. Er hat alles dafür getan, dass es uns gut gehen kann. Aber wir finden oft nicht den Zugang. Wir finden nicht den Weg hin zu ihm. Ja, und heute möchten wir uns einfach anschauen, was die Erkenntnis Gottes in einem Leben ausmachen kann und was in einem Leben geschieht, wenn wir Gott eben nicht erkennen. Es gibt hier sogar zwei Priestersöhne aus dem Alten Testament. Priestersöhne, die ganz tragische Dinge getan haben. Schockierend. Es ist passiert auch häufig, wisst ihr, weil die Kinder von Priestern, von Pastoren, von Leitern, gerade von religiösen Leitern, von kirchlichen Leuten, ganz besonders unter die Lupe genommen werden. Die müssen sich besser benehmen als alle anderen, weil die ganze Gemeinde, die ganze Kirche dann, ach, ihr und so weiter. Und die Eltern natürlich auch, Leute, Kinder, macht uns hier kein schlechtes Zeichen, kein schlechtes Vorbild, weil die Bibel sagt ja auch, ne, dass es ganz wichtig ist für einen Vorsteher, dass er seine Kinder in Unterordnung hält. Also die haben es ganz besonders schwer, diese Pastorenkinder, diese Leiterkinder, diese Pfarrerskinder, diese Lehrerkinder, ganz, ganz besonders schwer. Ja, und hier waren zwei solche Leiterkinder, die Tragisches getan haben, Furchtbares getan haben. Die haben mit den Frauen geschlafen, die gekommen sind, um Opfer zu bringen im Tempel Gottes, damals im Alten Testament. Im ersten Buch Samuel können wir die Geschichte lesen. Und sie haben sich ja eigenmächtig die Opfer an sich gerissen.
Gott hatte ihnen ja einen Teil gegeben. Gott meint es gut mit uns, wisst ihr auch, ne? Gott wollte, dass das Fett, das ungesunde Fett, erstmal in Rauch aufgehen sollte. Er hat es dann ein Rauchopfer genannt, also ein Wohlgeruch für ihn. Eigentlich war das natürlich für uns gedacht, wie all die Opfer Gottes. Ist euch bestimmt schon hoffentlich klar geworden, oder? Was Gott wollte, ist, dass der Priester gekochtes Fleisch bekommt. Das kann er hinterher noch braten. Aber dass erstmal das schlechte Fett rausgekocht war. Das war Gottes Wunsch, dass seine Priester lange leben konnten und gesundes Fleisch essen sollten. Aber diese zwei haben es besser gewusst. Und die haben darauf bestanden, mit Tricks und Schlichen, sich das ungekochte Fleisch zu holen, was ihnen halt besser geschmeckt hat. Und das war für Gott so schrecklich. Warum? Er hat gesagt, die Sünde dieser jungen Männer war sehr groß. Denn aufgrund ihrer Sünde haben die Menschen das Opfer Gottes verachtet. Sie haben das Opfer Gottes verachtet, die Opfergabe des Herrn. Diese Sünde war deshalb so groß vor dem Herrn. Und dieser Vater hat versucht, ihnen zu sagen, tut es doch bitte nicht, sündig doch nicht gegen Gott. Aber das war nicht genug. Und es ist geschehen, dass Gott schließlich diese ganze Sippe ausgerottet hat. Und warum hat Gott das gesagt? Er hat gesagt, dass der Priester Eli sterben wird. Denn ich habe ihm mitgeteilt, sagte Gott durch seinen Propheten, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Also er hat gesehen, Gott hat gewusst, dass dieser Priester deutlich gesehen hat, wie die Jungs sich selbst den Fluch zuziehen, wie die Jungs den Fluch bringen, auch auf die ganze Nation, dadurch, dass die Nation Gott verachtet hat dafür. Das ist was ganz Fürchterliches. Menschen, die andere dazu bringen, Gott zu verachten. Was hat Jesus gesagt? Es ist schlimmer, wenn jemand einen dieser Kleinen nur irgendwie stört in ihrem Glauben. Wenn einer dieser kleinen Kinder ein Anstoß ist in ihrem Glauben, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gebunden würde und er ins tiefste Meer geworfen würde. Wow! Da muss ein ganz besonderer Zorn Gottes darauf liegen, wenn Leute kleine Kinder verführen und wegführen von ihrem einfachen Glauben an Gott. Jesus hat gesagt, wir müssen werden wie die kleinen Kinder. Nur dann können wir ins rechte Himmel kommen. Kleine Kinder sind sowas von süß und geliebt von Gott. Als die Jünger gesagt haben, Jesus, die Kinder, die treiben wir weg, die sollen dich in Ruhe lassen, du hast Wichtigeres zu tun. Da hat Jesus ihnen gesagt, nein, lass die kleinen Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Halleluja. Also wenn jemand dir sagt, dass du sehr kindlich bist, dann ist das das größte Kompliment eigentlich, was sie dir machen können. Ich hoffe, du bist nicht kindisch, sondern kindlich. Was tun Kinder? Die streiten sich heute, aber 5 Minuten später sind sie wieder die besten Freunde. Die halten nichts hinter dem Berg, die plappern alles raus. Da gibt es keinen Arglist und Falsch und Betrug und Hinterlist im Herzen. Die sind einfach frisch von der Leber weg, so wie sie sind. Halleluja, und so gehört sich das. So möchte Jesus das, dass wir offen und aufrichtig miteinander umgehen, auch wenn wir mal was Unangenehmes ansprechen müssen, dass wir das tun und dass wir hinterher aber gleich wieder das Gewitter, wenn sich's verzogen hat, gleich wieder gute Freunde sind und wieder schön zusammen weiterspielen im Sandkasten, wie die Kinder das halt so tun. Das wünscht sich Jesus ganz genau so. Und deshalb ist es so fürchterlich, wenn wir das zulassen, dass Kinder weggezogen werden von Gott. Ganz gefährlich. Jedes Kind hat einen Glauben, jedes Kind hat ein Verlangen nach Gott. Das hat Gott in uns reingelegt. Und wir als Eltern, als Erzieher, als welche Position auch immer wir haben in der Gesellschaft, wir haben auch Kontakt mit Kindern. Und da haben wir die Aufgabe, diesen Kindern zu helfen, Gott zu finden. Gott hat damals dem Abraham gesagt, dazu habe ich ihn erweckt, damit er auch seinen Nachkommen weiter sagt, wer ich bin. Dazu hat Gott ihn überhaupt berufen, dass er den künftigen Generationen von Gott erzählt. Viele Männer im Alten Testament, denen hat Gott gesagt, dass er eben diese Gesetze und die Gebote Gottes weitergeben soll. Wir haben es heute so viel besser. Im Alten Testament waren es Gesetze und Gebote. Heute im Neuen Testament ist es eine Freundschaft, Halleluja. Eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung mit dem auferstandenen Jesus Christus, mit dem Sohn Gottes, der sein Leben für uns gegeben hat. Wow! Und das dürfen wir unseren Kindern weitergeben. Das dürfen wir den kommenden Generationen weitergeben. Ja, und hier heißt es eben, ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus auf ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat es erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Liebe Leute, ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr eure Kinder auf den richtigen Wegen erzieht. Ich weiß, heutzutage hat man sogar Angst vor den Nachbarn, wenn man mal, wie es die Bibel sagt, auch mal zur Rute greift. Die Bibel sagt, dass die Rute, also mal eine Züchtigung,
jetzt nicht Furchtbares draufklopfen und zuschlagen oder so, aber mal auch eine Züchtigung zu tun. Sagt die Bibel, dass das die Narrheit entfernt vom Herzen des Kindes und dass es ihre Seele vom Tod rettet. Wow. Als ich ein Baby war, kam gerade die antiautoritäre Erziehung nach Deutschland. Und alle haben meine Mutter recht fertig gemacht, recht zur Schnecke gemacht, dass sie gesagt hat, nein, ich will mein Kind nicht so erziehen. Antiautoritär glaube ich nicht, dass das richtig ist. Und dass sie eben doch mich was gelehrt hat, mir beigebracht hat, wie es lang geht. Das müssen wir. Das Gehirn von Kindern entwickelt sich ja erst Stück für Stück für Stück. Wir sind ja als Eltern und Lehrer gesetzt, die Kinder anzuleiten. Ein Kind kann das nicht alles selber entscheiden. Ein Kind weiß noch nicht, was gut und was böse ist. Es spürt es, aber es muss halt die Grenzen austasten erstmal. Und ein Kind braucht Grenzen. Ich bin so dankbar, dass meine Mutter das nicht mitgemacht hat damals. Bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Hier, Eli hat den Kindern nicht gewehrt und es ist ihnen zum Fluch geworden. Die haben sich selbst den Fluch zugezogen. Und hier sagt Gott auch noch im 1. Samuel, im Kapitel 2, die mich ehren, die werde auch ich ehren. Und die mich verachten, die sollen wieder verachtet werden. Menschen, die Gott ehren, die werden geehrt werden. Was bedeutet das? Die werden auch von anderen anerkannt werden. Leute, die verachtet werden, die werden, wenn Gott uns nicht ehren kann, dann werden wir auch von anderen niemals geehrt werden können. Es ist unmöglich. Es ist ganz interessant. Es ist wirklich so, dass Gott hinter uns steht und dass er uns damit auch vor anderen Menschen einfach eine andere Position gibt. Es ist ganz gewaltig. Ja, und ich wollte euch einfach erzählen, wie wir mit diesem Gott, wie wir sein Herz erkennen können. Denn diese Erkenntnis Gottes ist so was Wichtiges. Diese Familie wurde ausgerottet, weil diese Söhne von Eli, die Söhne des Priesters, Söhne der Bosheit waren, sagt die Bibel. Warum? Denn sie hatten den Herrn nicht erkannt. Das ganze Drama ist deshalb geschehen, weil diese Priestersöhne den Herrn nicht erkannt haben. Die haben sicherlich viel gehört, viel Religiöses, aber sie haben Gott selbst nicht erkannt. Wie gefährlich. Dieser Gefahr laufen wir auch heute, auch wenn wir noch so viel in Kirche, in Gemeinde rennen, auch wenn wir noch so christlich, noch so religiös, noch so sonst was sind, den Herrn erkennen. Tief in unserem Herzen zu erkennen. Und ich möchte euch da auch ein Stückchen halt weiterhelfen, mal wieder aus dem Alten Testament. Später gehen wir ins Neue Testament. Gott ist ein Gott von Altem und Neuem Testament. Das Alte Testament ist ein Schatten und es ist ein Lehrmeister auf den Christus hin. Das Alte Testament zeigt uns, dass wir so, wie wir sind, nicht Gott wohlgefallen können, uns nicht recht machen können. Und das Neue Testament zeigt uns, dass dafür der Sohn Gottes höchstpersönlich in die Welt gekommen ist und gestorben ist und seinen Geist ausgegossen hat und durch seinen Geist in uns leben möchte, Halleluja, damit wir nicht mehr als alte Geschöpfe sein müssen, sondern dass wir neue Kreaturen, neue Geschöpfe sein können mit dem Charakter Gottes, mit Gott selbst in uns drin, Halleluja. Dafür ist das Neue Testament da, um uns zu zeigen, dass wir ein völlig neues Leben bekommen können. Wozu ist also das Alte Testament? Das Alte Testament ist dazu da, uns zu zeigen, dass wir es nicht schaffen alleine. Das Alte Testament ist dazu zu zeigen, was Gott alles von uns möchte und uns immer wieder an unsere Grenzen zu führen, bis wir schließlich kapitulieren und sagen, okay, ich schaff's nicht. Gut Gott, ich brauche dich, hilf du mir. Ja, und lass uns doch hier mal sehen, was Gott zu seinem Volk sagt. Ganz interessant. Gott sagt, hört ihr Himmel und horch auf du Erde, im Propheten Jesaja gleich im 1. Kapitel, Vers 2. Denn der Herr hat geredet, ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Bah! Wir sind alles Geschöpfe Gottes und Gott sieht uns als seine Kinder. Er hat uns auferzogen, er hat uns großgezogen und wir haben mit ihm gebrochen. Gott hat uns geschaffen und wir vergessen das. Wir denken, wir wären unsere eigenen Geschöpfe. Ein Rind, sagt Gott. Gott ist manchmal recht schmalerisch und ja, schon ganz schön heavy manchmal. Manchmal auch etwas, dass man sich fast auf den Schlips getreten fühlen könnte. Aber er darf das, er ist ja schließlich Gott, oder? Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk, Israel, hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Peinlich. Es geht hier im Alten Testament, Israel wird immer das Volk Gottes genannt, ist auch ganz besonders Volk Gottes, Augapfel Gottes. Aber auch wir, die wir gerufen sind, die wir uns Gott anschließen wollen,
auch wir gehören so zu seinem Volk dazu. Es ist nicht, dass Israel ersetzt worden wäre, aber auch wir werden mit hineingenommen in sein Volk. Es ist wunderschön im Jesaja Kapitel 56. Da geht es darum, dass die Söhne der Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und ihm zu Knechten zu sein. Jesus sagt, heute sind wir nicht mehr seine Knechte, heute sind wir seine Freunde. Aber im Alten Testament sogar schon konnten die Söhne der Fremde sich dem Herrn anschließen und ihm dienen, ihn lieben. Und die, hat Gott gesagt, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Halleluja. Und ihre Brandopfer, ihre Schlachtopfer, die sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Also Gott hat damals im Alten Testament, obwohl es eigentlich damals nur um Israel ging, schon gesagt, okay, alle Söhne der Fremden, die sich mir anschließen wollen, die sind willkommen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Also wir können uns da dazugehörig fühlen, wenn es hier ums Volk Israel geht. Also er sagt aber, ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber mein Volk hat keine Kenntnis und keine Einsicht. Und dann sagt er, wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbenbringende Kinder. Schrecklich. Wenn man heutzutage sich die Nachrichten anschaut, kann man das recht gut sehen, jeden Tag. Und warum? Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten abgewandt. Und dann fragt Gott sie, wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Siehst du, Menschen werden geschlagen. Menschen geht schlecht. Sie werden nicht von Gott geschlagen. Es gibt einen Teufel, es gibt einen Widersacher Gottes, der sich sehr freut, wenn wir uns rausbegeben aus Gottes Schutz. Wir können uns ja entscheiden, ob wir sündigen wollen oder nicht. Wir können uns ja entscheiden, ob wir Gottes Gebote halten wollen oder nicht. Wenn wir das nicht tun wollen, wenn wir uns dagegen entscheiden, machen wir damit Tür und Tor und Fenster und alles, was wir haben, weit auf für Gottes Widersacher. Es gibt nur zwei Mächte im Universum. Es gibt Gott und es gibt den Teufel. Es gibt Gottes Engel, es gibt die Teufelsdämonen. Es gibt nur diese zwei Mächte, die da sind. Und wir sind zwischendrin. Und Gott sei Dank können wir die Entscheidung treffen, uns auf Gottes Seite zu stellen. Können wir die Entscheidung treffen, Jesus zu unserem Herrn zu machen und damit Autorität zu bekommen, Vollmacht zu bekommen über den Teufel und über alle seine bösen Mächte. Halleluja! Also wir sind kein Spielball. Gott hat gesehen, dass es einen Teufel gibt, der uns hasst. Dafür hat er seinen eigenen Sohn in den Tod geschickt. Halleluja! Seinen Sohn in den Tod geschickt, in einen grausamen Kreuzestod und dann wieder zur Auferstehung gebracht, damit wir diese Autorität bekommen können, damit wir des Teufels Mächte überwinden können und damit wir ein göttliches, gottgefälliges Leben führen können, ein gottseliges Leben, sagt die Bibel dazu. Dazu ist er gestorben und auferstanden. Halleluja. Also er sagt, wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Also man wird geschlagen, es geht einem schlecht, wenn man sich von Gott abwendet und wenn man widerspenstig gegen ihn ist. Dann sagt Gott, von der Fußsohle bis zum Haupt, das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist sich. Könnt ihr es sehen? Es geht hier um die ganzen psychischen Krankheiten, haben wir ja immer mehr. Man braucht ja immer mehr alle möglichen Tabletten, Antidepressiva und was weiß ich, die Stimmungsaufheller und Schlaftabletten und was weiß ich, was es inzwischen alles da noch gibt. Das ganze Haupt ist krank. Also der ganze Verstand ist krank und das ganze Herz ist sich. Wie viele psychosomatische Krankheiten gibt es? Wie viele emotionale Schwierigkeiten gibt es? Wie viele Menschen kommen mit ihrem Leben nicht mehr zurecht, weil sie mit ihren Emotionen nicht mehr zurechtkommen? Wie viele Triebtäter gibt es? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist sich. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert. Schrecklich. Das ist doch ein Bild von unserer heutigen Zeit, oder? Woher kommt's? Klar und deutlich daher, dass sie Gott verlassen haben und dass sie sich nach hinten von ihm abgewandt haben. Daher kommt es. Daher kommt es, dass es uns schlecht geht und immer schlechter geht. Und dafür gibt es einen Ausweg. Was ist der Ausweg? Kehrt um zum Herrn und lasst euch retten. Lasst euch heilen. Kehr um zum Herrn und werde gerettet, heißt es in der Bibel. Gott höchstpersönlich ruft uns so dazu. Halleluja. Ach, sogar unser Land wird kaputt gemacht, wird eine Öde und eine Stätte, die mit Feuer verbrannt ist. Und unser Ackerland wird von Fremden verzehrt und seine Frucht vor unseren Augen von Fremden verzehrt. Lauter so schreckliche Dinge geschehen ist. Das heißt dann auch in der Bibel über die Flüche. Wenn Flüche auf uns kommen, weil wir Gott verlassen, was geschieht dann? Was geschieht ist, dass dann die Ausländer über uns herrschen, mehr und mehr. Und dass wir mehr und mehr hinuntergehen und sie höher und höher über uns aufsteigen, sehen wir das nicht. Hört ihr das Herz Gottes? Könnt ihr das Herz Gottes da hören drin? In Jeremia Kapitel 2,
Da sagt Gott zum Propheten Jeremia: Geh und ruf in die Ohren Jerusalems. So spricht der Herr: Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste im unbesäten Land. Stark, ne? Also ganz am Anfang, da sind wir mit Gott so ganz eng gegangen. Habe ich auch erlebt. Immer nur Jesus, 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 gar nichts anderes. Da gab es so Wüstenzeiten, da gibt es so Zeiten, wo man überhaupt nicht weiß, wo man hingeht. Aber das ist die Liebe der Brautzeit und die Treue der Jugendzeit. Wo wir hinter Gott hergehen, auch in der Wüste und im unbesäten Land. Da, wo alles ganz ausweglos ausschaut, da können wir Gott treu sein und da können wir ihn lieben. Und daran erinnert sich Gott. Daran erinnert sich Gott. Und daran erinnert er sich uns zugute. Halleluja. Dann sagt die Bibel: Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon essen wollten, machten sich schuldig. Unglück kam über sie. Halleluja. Also wenn irgendjemand Gottes Volk angreifen will, Gottes Volk ausnutzen will, Gottes Volk zerstören will, was sagt die Bibel? Unglück kam über sie, denn sie machten sich schuldig. Werden wir erleben. Werden wir sehen. Sehe ich immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die, die irgendwas gegen mich getan haben, auch wenn ich denen vergebe, auch wenn ich sie segne, da steht ein Gott dahinter, dem das nicht gefällt, wenn seine Leute angegriffen werden. Gefährlich. Dann heißt es: Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr: Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben? Könnt ihr Gottes Herz hören? Könnt ihr den Schmerz hören? Was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben? Hat Gott es nötig? Hat Gott es nötig, so nach uns zu rufen? Könnt ihr sein Herz hören? Es ist ein liebender Gott mit einem liebenden Herzen. Es ist nicht so, dass das Alte Testament furchtbar und jugendgefährdend ist. Es ist ein Gott, der sich sehnt danach, dass doch seine Geschöpfe zurückkommen zu ihm, dass sie ihm erlauben, Vater zu sein, dass sie ihm erlauben, sie zu verwöhnen. Das möchte er nämlich wirklich. Halleluja! Wenn ich mir mein Leben anschaue, ich habe einen wunderbaren Vater im Himmel, der mich so liebt und so verwöhnt. Unvorstellbar. Er möchte das mit jedem Menschen auf der Erde tun. Wir müssen es nur zulassen. Wir müssen nur zu ihm kommen. Halleluja. Dafür ist die Einladung heute da und jederzeit. Immer, immer, immer da. Er sagt: Was habt ihr an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichts nachgelaufen und selber zu nichts geworden sind? Ist das interessant. Dem Nichts nachgelaufen, den Götzen, den anderen Göttern, den Götterbildern, die gar nichts sind. Denen sind sie nachgelaufen und sind dadurch selber zu nichts geworden. So faszinierend. Wenn man sich heutzutage die Leute anschaut, alles Gerede, meine Güte, da ist oft so wenig Inhalt drin. Da ist kein Fundament, da ist keine Richtung, da ist kein gar nichts drin. Sie sind selber zu nichts geworden. Sie haben keinen Halt, sie haben keinen Standpunkt, sie haben nichts im Leben. Furchtbar. Und wenn sie noch so viel Geld aufgehäuft haben, die Familien, alles daneben, nichts geht, oh, schrecklich. Sie haben sich von Gott entfernt, sie sind nichts nachgelaufen. Götzen wie Geld oder Ehre oder auch anderen geistlichen Mächten, dem Nichts nachgelaufen, dem, was nichts nützt, und sind dadurch selber zu nichts geworden. Und sie sagt nicht: Wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitet in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand zieht und wo kein Mensch wohnt. Das ist doch, Gott leitet uns durch die schwierigen Zeiten. Sie haben nicht gefragt: Wo ist denn dieser Gott, der uns immer wieder rausgeholfen hat aus all den Schwierigkeiten? Haben sie nicht gefragt. Und was sagt Gott? Ich brachte euch in ein Gartenland, in ein Land des Fruchtgartens. Seine Frucht und sein Bestes zu essen. Stark, ne? Gott hat uns das Beste gegeben. Er bringt uns an die besten Orte. Und was haben wir getan? Ich sehe es immer wieder im Fernsehen, ich kann das immer gar nicht fassen. Aufstände, wo ein Volk seine eigenen schönen Städte, schönen Häuser zerstört, verbrennt, alles nur kurz und klein schlägt. Ja, meine Güte, Gott hat sie in was Gutes reingebracht. Er hat ihnen geholfen, was Gutes aufzubauen, und sie zerstören das selber. Hier heißt es da: Und ihr kamt hin in mein Gartenland, in meinen Fruchtgarten, und habt mein Land unrein gemacht und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester sagten nicht: Wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, die kannten mich nicht. Und die, also wieder das Gleiche, die eigentlich das Wort Gottes in der Hand haben sollte und die das Gesetz handhabten, die kannten Gott nicht. Und deshalb ging es bergab, bergab, bergab. Es war keine Erkenntnis Gottes und es war schrecklich. Und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal, das heißt im Namen anderer Götter, und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Deshalb ging es bergab und bergab und bergab mit dem Volk. Aber wir brauchen das nicht zuzulassen. Halleluja! So braucht es bei uns nicht auszuschauen. Wir können jetzt hier und heute umkehren. Und wir können dafür arbeiten, dass unser Gott wieder bekannt wird im Land. Dass wieder klar wird, dass dieser Gott sich so nach uns sehnt.
dass dieser Gott ein solches eifriges Verlangen hat. Die Bibel sagt, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, den er zu uns gesandt hat, dass wir uns auf ihn ausrichten, dass wir mit ihm eng zusammenleben. Denn guck, wie es hier weitergeht. Weil die mit Gott gebrochen haben, weil die das Wort Gottes nicht mehr haben, weil sie nicht mehr nach Gott gesucht haben, noch nicht mal die Priester, noch nicht mal die das Gesetz, das Wort Gottes in ihrer Hand hatten, noch nicht mal die haben dem Volk Gottes geholfen, wieder mit Gott in Kontakt zu kommen. Und dann heißt es, darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Schrecklich. Warum? Denn hat irgendeine Nation jemals die Götter vertauscht? Er sagt, geht hin nach Ägypten, geht hin nach Arabien, schaut euch da um. Hat jemals eine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind noch nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Gott sagt, ich bin eure Herrlichkeit. Gott sagt, ich bin eure Ehre. Ich bin eure Ausstrahlung. Ich bin das Starke, was ihr in eurem Leben habt. Halleluja. Mir hat gerade vorgestern eine Freundin erzählt, sie kam in ein Krankenhaus rein und eine Frau kam mir entgegen und die hat gesagt, wer sind denn Sie? Wo gehen denn Sie hin? Sie haben so eine Ausstrahlung, wer sind denn Sie? Was machen Sie denn? Was haben Sie denn? Halleluja. Warum? Weil sie ganz, ganz eng mit Jesus lebt. Die Leute erkennen, dass Gott unsere Herrlichkeit ist, dass er unsere Ehre ist, dass er unsere Ausstrahlung ist, dass wir eine Kraft haben, die andere oft nicht haben, die sie haben könnten. Und die Richtigen, die sehnen sich danach und die kommen und die fragen. Die Bibel sagt, wir sind ein Wohlgeruch des Lebens, denen, die zum Leben berufen sind. Aber wir sind auch ein Gestank des Todes, denen, die sich eben von Gott abwenden wollen. Also mach dir keine Sorgen. Wenn es Leute gibt, die dich hassen, verachten und ablehnen, das sind halt einfach welche, die von vornherein, wo Gott schon weiß, dass sie sich wohl nicht zu ihm wenden werden. Trotzdem kannst du sie lieben. Trotzdem kannst du ihnen immer wieder Gelegenheiten geben. Immer wieder die Liebe Gottes zeigen. Ihnen zeigen, hey, dieser Gott hier, der sehnt sich nach dir. Jesus Christus ist gestorben, damit du zum Vater, zu deinem himmlischen Vater, wiederkommen kannst. Wow. Also er sagt hier, mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen das, was nichts nützt. Dann sagt er darüber, entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, erstarrt völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Geht uns nicht häufig so? Gott will uns Leben geben, Leben im Überfluss. Und wir suchen uns alles mögliche andere und das Wasser hält nicht. Erstmal haben wir kein frisches Wasser, das ist von Anfang an schon schal. Die ganzen Partys, die ganzen Freundschaften, die vielen Beziehungen, in die wir uns stürzen. Das neue Auto, das ist nach 2 Wochen auch nicht mehr so toll, wie es am Anfang gewesen ist. Hey, aber die Beziehung mit Jesus, die bleibt immer frisch. Die geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, die wird immer schöner. Und wenn du mit Jesus auch deine Ehebeziehung lebst, wenn du mit Jesus mit deinen Kindern lebst, mit deinen Eltern lebst, mit deinen Kollegen lebst, mit deiner Familie lebst, wenn du mit Jesus lebst, wird es immer knackiger und frischer und immer schöner. Halleluja. Es wird immer spannender. Der Honeymoon, der geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Je älter du wirst, umso mehr wirst du deinen Partner lieben. Dein Ehemann, deine Ehefrau. Halleluja. Denn warum? Weil Gott unsere Herrlichkeit ist und weil wir ein herrliches Leben haben werden, wenn wir ihn erkennen. Was sagt uns die Bibel noch über diese Erkenntnis Gottes? Wie wichtig und wie dringend notwendig diese Kenntnis Gottes ist. Wer ist derjenige, der uns Kenntnis Gottes geben kann? Es ist der Heilige Geist, den Jesus uns gesandt hat, nachdem er zum Vater gegangen ist. Und es ist Jesus Christus, der das Ebenbild Gottes ist, der Abglanz, der Abdruck Gottes ist, der das Ebenbild des unsichtbaren, allmächtigen Gottes ist. Wenn wir uns Jesus anschauen, so im Neuen Testament, in den Evangelien und auch in den Briefen, in der Apostelgeschichte, wenn wir uns Jesus anschauen, dann erkennen wir, wer Gott ist. Wenn ich diene mit dem Geist, so wie es einfach verheißt, und mein Leben macht